Hallo ihr Bastelnerds, willkommen im Kreativgehege der Hasenschmiede. Ich bin Manu und weiß, wie der Hase läuft. Er hoppelt. Ich begrüße euch zum Dienstag, den 14. Und da ich es heute tatsächlich ein bisschen eilig habe, müssen wir uns ranhalten. Gut, und weil wir uns ranhalten müssen, fangen wir jetzt direkt auf an. Achso, ich hoffe natürlich trotzdem, dass es euch allen gut geht und ja, alle fit und munter sind und sich auf Weihnachten freuen. Was habe ich gesagt? 14. Genau. Gott, ey. Ah, oh, das ist hier. Und oh, ja, Wahnsinn. Das ist ein... ja. Es ist ein Papier-Pad. Ja. Gut, also nochmal so ein kleines Pad mit Papier. Ihr wart aber im Übrigen schon total lieb und nett. Also ja, tatsächlich gibt es jedes Design zweimal. Ich zeige es euch jetzt auch nochmal hier. Also ihr wart auf jeden Fall schon so nett und habt mir noch so ein paar Ideen mitgegeben in dem Video. Also in meinem letzten Video, wo das Pad hier schon mal aufgetaucht ist. Also so eins schon mal aufgetaucht ist. Und habt mir ja da ganz viele Tipps gegeben, unter anderem wie zum Beispiel Memory-Spiele rauszumachen. Finde ich gar nicht mal so doof, so als Rückseite. Quatsch, nicht als Rückseite, sondern dass das Papier dann halt quasi immer das Memory-Spiel ist zum Beispiel. Ja, ist gar nicht mal so verkehrt, ne? Also es gab noch viele, viele andere Ideen. Tausend Dank dafür. Ich werde mal gucken, was ich davon umsetze. Auf jeden Fall fand ich die Ideen ganz lustig. Und ja, mal gucken. Ansonsten ist es, also tut mir leid, aber ich finde es halt trotzdem, naja, ich hätte mich halt gefreut, wenn es ein bisschen mehr gewesen wäre als dieses kleine 5x5 cm Teilchen. Aber gut, ja, also ihr habt es gesehen, die Designs fand ich allerdings sehr hübsch. Das ist jetzt definitiv Art bei Marlene Style, ja, also dieses schöne, knallige, bunte. Machen wir weiter mit Create a Smile. Und mal gucken, womit wir heute ein Lächeln gezaubert bekommen. Ah, mit einem, ja, ist es jetzt ein, ist es eine Eule oder ist es irgendwie sowieso nicht das gleiche oder ein Chaos? Ach, ist ja auch egal. Also, gehört ja irgendwie alles zur gleichen Reihe, ne? Also, weise, du meinst wohl alt, finde ich richtig cool und viel, also irgendwie auch ein bisschen gemein. Aber ja, doch, das. Also ich glaube, die kommt jetzt das nächste Mal jetzt bei meinem Papa auf die Karte. Falls du sehen solltest, Paps, nicht böse sein. Ja. Okay. Nein, mein Vater versteht Spaß. Es ist schließlich auch mein Lieblingspapa. Okay, mein einziger, aber ist auch mein Lieblingspapa. Ich würde keinen anderen nehmen. So, hier haben wir wieder so ein Spray drin. Okay. Das hat man schon gefühlt von außen. Diesmal ist es ein Gelb. Mal schütteln. Und okay. Boah, das sieht richtig cool aus vom Schimmer her. Ich könnte das bestimmt wieder nicht sehen, weil es so schwierig ist. So vielleicht. Also das sieht schon fast aus wie Gold, weil da dieser Schimmer da drin ist. Also wisst ihr, was an mich das jetzt gerade total krass erinnert? So von diesem Schimmer her. Und zwar, ich habe ja schon mal kurz erwähnt, dass ich großer Harry Potter Fan bin. Und das erinnert mich an diesen Glückstrank, den es bei Harry Potter gibt. Felix Felicis. Ja, also wenn ihr Harry Potter kennt, dann wisst ihr, was ich meine. Und wenn ihr es nicht kennt, dann ist das eh unwichtig. So, aber daran erinnert es mich auf jeden Fall von der Farbe her. Und die finde ich echt richtig, richtig schön. Die müssen wir halt wirklich mal gucken. Also wie gesagt, am Ende werde ich mal alle Farben davon mal aufsprühen. Und dann mal gucken, wie die so wirken und aussehen. Gut, Kulrike gibt es ja heute nicht, weil es eine Stanze. Das heißt, morgen erst wieder. Ihr wisst wie üblich, ihr könnt sie aber natürlich trotzdem sehen. Und dann machen wir weiter hier mit. Das ist im Übrigen auch schon wieder Create a Smile. Da waren ganz viele und haben sich das hier ganz fleißig gekauft. Ich habe es tatsächlich mir nicht gekauft. Ja, und mittlerweile überlege ich mir, warum habe ich es mir eigentlich nicht gekauft? Aber gut. Ja, auch total niedlich hier in diesem Papierchen eingewickelt. Mit den süßen, ja, sind das jetzt Wichtel, Weihnachtsmänner oder was auch immer. Also auf jeden Fall sieht es total süß aus. Und gucken wir mal
rein. Wartet. Okay, Sekunde. Okay. Oh, den kenne ich, den kenne ich. Ja, Entschuldigung. Ah, und wieder kein Name hinten drauf. Und, Moment, auch nichts drinne. Gut, ich habe schon wieder vergessen, ich gebe es zu. Ich blende euch vielleicht einfach, nach Rückfrage mit den Mädels werde ich euch vielleicht auch einfach so bei meinem Fazit ganz am Ende dann vielleicht auch einfach nochmal die Namen einblenden, wenn die das erlauben, wer wann wie was gemacht hat. Dann könnt ihr dort vielleicht ja auch nochmal vorbeischauen auf den Accounts und euch mal inspirieren lassen, was die Damen da noch so alles gezaubert haben. Achso, den hier wollte ich eigentlich auch hier liegen lassen, damit man ihn sieht. So, also, ja, den süßen Bären, den kenne ich natürlich sehr, sehr gut. Und ich finde die Karte auch total süß. Hier mit den Herzchen. Ich hatte jetzt so ein bisschen, also entweder habe ich gerade was mit den Augen oder ist sie so ein bisschen verrutscht. Ich glaube, die ist so ein bisschen verrutscht und dadurch aber hat die so einen richtig coolen Effekt bekommen. Cool. Ja, weiß-rot geht natürlich immer. Ich frage mich gerade, woher diese nimmt. Gott sei Dank. Also da muss ich auch mal fragen, weil das ist ein richtig, richtig schönes Rot und mir fehlt tatsächlich noch ein Rot. Ich bin ja total großer Fan hier von diesen Simple and Basic Enamel Dots, aber mir fehlt dann Rot. Und das ist ein schönes Rot. Muss ich mal fragen. Das ist bestimmt jetzt sowas wie Stampin' Up oder irgendwie so ein Kram, den ich gerade jetzt bestellen will, jetzt nur wegen so ein paar Dots. Wobei, andererseits, vielleicht werde ich sie wegen ein paar Dots auch würde ich sie vielleicht dann auch bestellen. Wer weiß, wer weiß. Man ist ja manchmal dann doch ein bisschen verrückt, ne? Ja, das ist meine Auswahl von heute. Ich, wie gesagt, muss jetzt mich ein bisschen ranhalten. Ich wünsche euch einen wundervollen Dienstag. Morgen ist dann Bergfest der Woche und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Solange bleibt ihr bitte gesund und kreativ und ich wünsche euch einen wundervollen Tag oder Abend. Bis dann. Ciao.